So, da sind wir wieder mit Witcher 3 auf Games Detour. Letzte Folge war leider ohne Spielsound. Oh, so jetzt. Gut, dass wir noch Karten gespielt haben. Jetzt haben wir das Spielsound und jetzt wollen wir den letzten Würte schlagen. Und zwar der Wirt. Der Wirt Oliver. So, am besten würde ich mal gucken, ob wir irgendeine Wegweise neu hätten. So. Das Einzige, was mir einfällt, ist hier und dann Weg hier hoch. Ja. Lass mal dann hier reiten, das ist am nächsten. Und schlagen wir mal den Wirten. Und gucken wir natürlich auch die Bretter an. Erstmal hier. Viel Spaß mit Video, guten Hunger, wenn du gerade am Essen bist. Ich hab nur zufällig dann bei OBS gesehen, dass da kein Sound ankommt halt, weißt du? Gut, aber jetzt, da wir neue Gegend jetzt entdecken, dann ist es natürlich besser mit Sound. Weiß nicht, was ich da stattdessen jetzt machen werde. Irgendein Musikstück oder so. Oh. Da will ich nicht runterspringen. Bei Skyrim geht das. Pferd ist ein bisschen schlauer hier als in Skyrim. Ich denke nicht, dass das Pferd freiwillig runterspringen wird, nur weil du es willst. Denke ich, da wird sich auch querstellen. Oder? Hier würde er sagen. Genau. Genau das meine ich. Sagt noch. So, einzigartige Karte von Oliver. Wollen wir gewinnen? Aber blind. Macht Laune, diese Kartenspiel-Scheiß. Das sind die Schwarzen. Ah, nu. Ich hoffe, wir kommen in diese große Stadt da rein. Wenn es eine große Stadt ist. Nach Hoffnung, dass wir in eine große Stadt reinkommen. Warum? Weil es große Stadt ist. Und Belagerungsmist. Blin, wohin führt mich Navi? Wohin führst du mich, Navi? Dann lauf jetzt. Das ist jetzt nicht so tief. Bin hier durch. Navi! Schneller. Pferd! Das ist. Oh, okay, war doch nicht so tief. Valent, lass mal das hier direkt entdecken. Hier ist irgendein Truhe oder so. Aber jetzt mal gucken, was da für Viecher sind. Nicht das. Okay, gegen den hätten wir schon Chance. Necker. Jetzt sehe ich, dass es ein Berg voll Leichen ist. Bastardo, hey. Gut. Was haben wir denn hier? Schlüssel zu einem Schatz und ein Brief. Wähler, du alter Bastard. Okay. 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 Weil ein Bot wäre nicht schlecht, natürlich jetzt. Sag mal, wohin hat mich der Navi die ganze Zeit hier geführt? Komm schon, Plätze. Ja, sorry, Navi hat mich hier entgeführt, blind. Lauf zu Fuß weiter. Bastardo, hey. Banditen. Brutal. Aber das Schwert gefällt mir. Mit dem Schwert ist es noch brutaler geworden. Aber wir sind schon auf andere Wurfe. Bastardo, hey, warte. Okay. Das kurz bei mir hier herstellen, damit ich mehr sehen. Das war ein bisschen verdeckt bei mir, diese Soundquelle.
so einen Balken und zeigte bei mir an, ob Sound ankommt. Das war bei mir verdeckt, deshalb habe ich nicht gesehen, ob der Sound ankam oder nicht. Okay, aber wir sind auf anderer Seite schon mal. Erstmal unseren Pferd holen. Irgendwie hat er trotzdem rüber geschafft, warum auch, wie auch immer, blind. Aber sagt zuerst, nein, ich reite da nicht durch, ich reite da nicht durch. Schon. Monsternest? Die vernichten wir doch nebenbei. Warum auch nicht? Wenn die mich nicht vernichten. Verbrennen wir die Scheiße. Da, zum Zerstören eines Monsternests brauchst du einen Karetsche, Simon oder die Bombe tanzen Sternen. Begib dich in der Nähe des eines Nestes und drücke A zum Hochjagen. Okay, da müssen wir erstmal. Haben wir zufällig? Wir haben zufällig was. Bastardo, hey, sorry, du warst ein bisschen zu spät. Ja, hast du ein Stück Igni? Ich höre hinten an mir auch noch was. Ah, brenne, Mistvieh. Da nur nachhin. Hier hast du noch. Ich wollte sagen, noch mehr Igni. Hier hast du Igni. Jawohl. Doch, Erfahrung bekommen wir auch von Giganten oder so. Da wurde mir plötzlich gezeigt, Erfahrung. So, Bert, komm zu mir. Achso, da haben wir schon mal ein Monsternest vernichtet. Gefällt mir ganz gut. Da ist die Stadt. Ja, man dachte, Oxford wäre schon groß. Oh, das sieht geil aus. Gefällt mir. Es geht nur um Kartenspiel. Ich hoffe, wir kommen da rein. Hoffe ich natürlich. Steck die Waffe weg, bitte, Geralt. Schneller. Blind, steck die Waffe weg, habe ich gesagt, Geralt. Weiß nicht, wohin mich das diese Navi führt, aber. Bastardo, hey. So, Wegweiser haben wir schon. Trink hoch. Beweg dich. Beweg dich. Ich hoffe, die halten mich jetzt nicht auf. Hallo, Spitzohr. Hallo. Hast du die Gebühr bezahlt? Die Gebühr? Wofür denn? Für Schweine. Ordnung muss sein. Nein. Aber du bist geil. selbst. Aber gefällt mir, sieht gut aus alles. Frag mich, wie viele Personen es hier im Spiel überhaupt als allgemein gibt. Es wird bestimmt. Dö. Hey, die haben Hohlen, aber ich kann nicht mit denen was machen. Gut, warte, hier ist Taverne. Lass mal hier rein. Ich habe eine Truhe erkannt. Hallo. Ah. So. Okay. Da meine Truhe hier sind, wollen die immer damit sagen, dass ich auch ein Obdachloser bin. Irgendwo stimmt das auch leider. So. Ja, hier gibt es aber genug Huren. So, da ist ein Verkäufer. Lass mal gucken, ob der Karten hat. Die besten Vorräte in ganz Nord. Ja, ich Die weiß. Drängeln. Es drängelt doch gar keiner. Sehr gut. Manieren haben immer vor. Ja, überspringen. Ich will nur Angebot ansehen. Zeig doch mal. Melinda hat keine Karten, okay. Dann interessiert mich da nicht mehr. Ich werde jetzt auch nicht gegen das spielen. Heute ist nicht Kartenfolge. Heute ist erstmal nur das beenden, was wir angefangen haben. Das ist Oliver zu schlagen. Kartenfolge war vorige. Ja, gut, dass wir dadurch auch neue Stadt entdecken. Was mich auch interessieren würde, hier ist auf jeden Fall ein schwarzer Brett. Erstmal den anquetschen. Du siehst aus wie Assassin. Kommt zu dir später.
Ja, ich komme zu denen später. Ja. Warte. Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? Mann von Hurensohn. Bastarde. Warum greifen die mich an? Willst du selber Schicksale leiden? Die haben mich selbst angegriffen. Ich habe nur was Rotes gesehen, dachte ich, hey, was ist hier los? Wache! Wache! Du bist bleich wie der Tod. Ja, ich bin bleich wie der Tod. So, ich will einfach nur Karten spielen. Wieso lässt ihr mich einfach runken? Gut. Anschlagbrett gibt's da auch. Oliver! Nett hast du es hier. Eisvogel. Woher kommt der Name? Das war Meister Ritter Sporns Poesie. Der Eisvogel putzte sich prächtig heraus, fiel in die Latrine. Das Märchen ist aus. Kennst du das nicht? Doch. Und auch das über Prinzessin Annie ertrunken im Fluss Fanny. Jedenfalls sind Poeten und Freunde der Literatur im Eisvogel besonders willkommen. Die größten Literaten der Gegenwart treten hier auf. Lass mal erstmal seine Wahl angucken, vielleicht hat er gute Karten. Jawohl, der hat Karten auf jeden Fall. Nehmen wir. Man könnte schon denken, welche Karten der spielt, welche Fraktion. Cyatel. Wieder. Gut. Nehmen wir Karten. Ich suche einen Mitspieler für eine Partie Gwind. Dann bist du hier richtig, mein Freund. Wenn du sofort spielst, setze ich die einzigartige Karte aus meiner Sammlung. Okay, spielen wir mal. Sicher, spielen wir. Dann lass mal gucken. Gut, was habe ich denn so alles gekauft? Bin nicht schlecht. Gut, gefällt mir. Lassen wir es so. Auf geht's. Eine Wiederbelebung. Okay, haben wir tatsächlich. Wiederbelebungskarte. So, lass mal. Warte, was haben wir? Eigentlich ziemlich gut aus, aber so ein Dings hier wäre nicht schlecht. Sag schon. Spionenkarten wären nicht schlecht. So. Ich überleg noch. Wir haben drei Belagerungsgeräte. Nahkampf. So. Ja, lass mal ein Belagerungsgerät weglegen. Bräuchten wir vielleicht. Jawohl! Ist nicht von. Jawohl. Gefällt mir. Die zusammen machen einen guten Team-Up. Lass mal riskieren wir mal und legen mal die weg. Ach, schade. Wäre ein schlechter Tausch. Okay, aber vielleicht schaffen wir das jetzt. So, das ist gegen was? Gegen Nahkampf. Okay, lass mal ein bisschen verwirren. Also er spielt Monster. Okay. Gut. Dann gehen wir weiter auf Nahkampf. Gut. Lass mal den raushauen.
Aha. Alles klar, lass mal die raushauen. Okay. Dann haben wir ein Belagerungsgerät raus. Alles klar. Lass mal den raushauen. Gut. Ein Belagerungsgerät. Ein weiterer Belagerungsgerät. Ah, Brenn, können wir passen. Oder obwohl, warte. Lass mal das hier raushauen. Wir wissen, was der da hat. Was der noch raushaut. Gegner passt. Gut. Ja, Blin. Das haben wir schon mal verloren. Ich habe auch keine Karte zum Wiederbeleben, wenn ich die jetzt raushaue. Gut. Mal schauen, was er hat. Der passt. Okay. Und Blin. Aber was ist jetzt? Guck mal, der hat noch eine Karte übrig. Hat gewonnen. Tatsächlich. Aha. Aber was bringt mir das? Bringt mir ja gar nichts, Blind. So, er hat gewonnen. Puh. Niederlage, ja, ja. Ich hätte die Hand ja anders gespielt, aber das ist nur meine Meinung. Welche Hand? Was kann ich für dich tun? Gut, lass mal spielen. Also, sicher. Gut, 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 gut. Auf geht's. Aber ich hatte auch schlechte Karten, die fand ich gerade gezogen gehabt. Belagerungskarte. Aha. Erstmal riskieren wir mal und hauen den mal raus. Riskieren wir mal und hauen die mal raus. Okay. Okay. Erstmal 10er machen. Ich konnte die Karte nicht wiederbeleben, warum auch immer. So, also nur noch 5 Karten übrig. Ich kann ein bisschen den provozieren und das hier machen. Gut, lass mal passen. Gegner passt. Okay, wenn der Gegner passt, machen wir den hier raus und passen auch. Okay. Du bist am Zug, ich leg den hier raus. Lass mal Belagerung raushauen. Aha.
Nicht gut, natürlich. So, lass mal den hier raushauen. Okay. Lass mal das hier. Obwohl, nein. Da warten wir noch ein bisschen ab. Lass mal den raushauen. Er hat noch zwei Karten. Eine Karte hat er noch. Dann lass mal weitere Belagerungsscheiß rausholen. Okay, ich glaube, wir haben gewonnen. Gegner passt. Holen wir alles raus, was geht. Ja, zerbomben den mit Belagerungsscheiß. So. Gut. Gewonnen. Alles klar. Hast gewonnen. Die Karte ist dein. Gut. Damit Reiseziel in dein Schiff nach. Reisen wollen wir noch nicht dahin. So, das wollen wir noch nicht. Wir haben hier noch einige Dings hier zu erledigen. Warte. Das Ding, was jetzt übersprungen wurde. Gut, lass mal hier raus. Was mich jetzt interessieren. Oh, da unten ist schon einer. Auftrag Spukhaus. Oh, interessant. Auftrag Kobold, okay. Ein Gewinnturnier mit hohen Einsätzen, okay. Begleiter gesucht, okay. Monster in Scherben, okay. Faustkämpfer, okay. Gut, was haben wir an Quest? Hauptquest machen wir weg. Nebenquest. Ah, guck mal. Diese Quest mit Karten ist auch weg. Oder? Ne, sammle sie alle. Da ist es noch. Vervollständige deine Sammlung von Quintkarten. Ah. Auf der Fährte, schwarze Perle. Okay, Hexenaufträge. Gut, Schatzsuche. Abgeschlossen. Fehlschlag haben wir noch nicht. Okay, Gott sei Dank. Gut, dann, vor allem, wie gesagt, wir können noch nach Skillige reisen, weißt du? Da steht, das ist wieder eine Cross-Location. Die Maps sind hier ordentlich. Ewige Feuer? Was ist das? Nichts Böses übersteht das heilige Feuer. Das heilige Feuer brennt, erleuchtet und leuchtet. Heiliges Feuer, verbrenne, erleuchte, leuchte. Seht die Flamme der Gunst und der Gnade. Spezialschalterhaufen für dich, Monster. Er brennt schön langsam. Du wirst in allen dir bekannten Stimmen um Gnade winseln. Wie die anderen deiner Spezies. Ich bin unschuldig. Heute doch nur... So leben wie ihr. Helft mir, ihr guten Leute, bitte. Gott, seht, ein Doppler. Hat Dudu nicht das gleiche Schicksal ereilt. Hä? Warum war der Gestank so anders? Ein ganze
dieser Tag verschwendet. Ich muss pissen wie ein Stier. Siehst du denn die Schöne? Was für ein Spektakel. Warte. Also das war einfach nur Ereignis jetzt, oder? Siehst mir äußerst verdächtig aus. Das war brutal auf jeden Fall. Das war einfach nur ein Ereignis. Das meine ich, weißt du, irgendwo gibt es auch ein Ereignis. So, es gibt noch ein Turnier. Anscheinend. Hohe Einsätze. Puh, nee. Dann machen wir noch nicht denn. So, was haben wir noch? Unten habe ich was gesehen. Warte. Lass mal kurz Karte gucken. Novigrad. Hier war was, ja. So, kurz markieren. Ach Quatsch, Mensch. Da habe ich dem Navi gefolgt. Ordentliche Start auf jeden Fall. Sorry. Gut, der hat sich über uns aufgeregt. Lass mal mit dem kurz quatschen, was der überhaupt von mir will. Hast du den Mut, mir diese Verleumdungen ins Gesicht zu sagen? Gerne. Du bist ein Mutant, eine Missgeburt, ein überflüssiges Relikt aus alten Zeiten, das wie ein trockener Ast verbrannt werden sollte. Wie viele Menschenleben hast du gerettet? Sei still, sonst zwinge ich dich dazu. Da sind mir die Worte zu schade. Fragen wir mal. Wie viele Menschenleben hast du gerettet? Vor Bruxell, vor Waldschraten. Das hat keine Bedeutung. Ich hab dir eine Frage gestellt. Wie viele? Denkt mal darüber nach, Leute. Der Prediger hat eine scharfe Zunge. Aber bietet man ihm die Stirn, zieht er den Schwanz ein. Kommt, Leute. Ich hab gewonnen, Prediger. Verschwinde. Sind wir Stufe 11? Nein, sind wir nicht. Gut. West. Nein, nicht Quest. Weltkarte. Dieser Brett da. Von diesem Brett. Lassen wir erstmal hier und dann den anderen da oben. Und dann machen wir Quint-Turnier. Wird Teil 2. Quint-Turnier. Ah, nee, können wir nicht machen. Quint-Turnier. Wird nicht Teil 2. Edge-Patch, ja. Das ist ein hoher Einsatz. Ich habe nicht so guten Karten. Ich brauche erstmal guten Karten. Ich muss erstmal mehr Erfahrung sammeln. Ich muss erstmal mehr Leute schlagen. So, hier ist ein Händler. Egal. Ich gehe einfach weiter. Ich will den Anschlagbrett mal betrachten. Gut. Gegenstände magischer Natur nehme ich an. Groß ein Groß. Groß nehme ich an. Warnung an Neuankömmlinge. Nehme ich an. Bekanntmachung des Todes von Joachim Schwamm, nehme ich an. Auftrag für der Tempelwache der freien Stadt Novigrad, nehme ich an. Gewinnt, wie mehr, wer der betrügt, nehme ich an. Jemand betrügt. Der Zwergenbankier Vimy Valdi ist ein Betrüger und Kartenzinker mit typischen Adeling-Tricks. Hat er mich besiegt und danach ohne Umschweifen meine Karte verlangt, ohne mir die Gelegenheit zu einer Revanche zu geben. Wer gegen den antritt, ist selber schuld. Okay. Ein tödlicher Wohnen. Scheint interessant zu sein. Was ist es der? Ja, 15. Hexenauftrag ist das. Okay, machen wir noch nicht. Blin. wir haben schon genug erstmal Gwint gespielt. Obwohl, Teil 2. Gwint Teil 2. Dann machen wir auch noch einmal. Warum auch nicht? Aber zuerst will ich. Karte.
den hier machen. Ah ne, der ist hier auf dem Weg. Also machen wir den nochmal schnell. Den Betrüger. Mal gucken, was der da betrügt. Nein. Sieh an, sieh an. Der weiße Wolf persönlich in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich für dich tun? Ich brauche einen Kredit. Ich will etwas Geld umtauschen. Geld können wir umtauschen. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. So, habe ich jetzt eingetauscht? Jawohl. Was kann ich für dich tun? Ich brauche einen Kredit. Können wir natürlich nehmen, mal schauen. Spielen wir erstmal Gwind. Du spielst doch Gwind, oder? Oh, na sicher, weil ich ein Zwerg bin, nicht wahr? Glaubst du auch, dass ich jeden einzelnen beschissenen Zwerg persönlich kenne und abends den Minenschacht in meinem Keller weiter ausbuddle? Also, spielst du oder nicht? Ja, tue ich. Spielen wir. Also spielen wir. Um eine einzigartige Karte vielleicht? Warum nicht? Gut, was haben wir jetzt da? Aha. Aha, was Neues. Aber leider nicht neutrale Karte. Gut, gut. Auf geht's. Gut, tauschen wir den mal ein. Ach, Blenden ist auch nicht besser geworden. Dafür mir ist besser geworden. Tauschen wir mal ein. Okay. Dann. Dein Gegner beginnt. Beginn mal. Mal schauen, wie der betrügt. Oho. Fängt schon mal gut an. Brauche jetzt nicht besonders gute Karten hier. Okay. Und lass mal den auch spielen. Lass mal passen. Weil wir nicht so viele Karten hier verlieren. Gut, erste Runde hat er gewonnen, dafür hat er jetzt Karten verloren, auch für viele gute. Wahrscheinlich, ich weiß nicht. Gegner passt. Okay. Dann spiele ich einfach den. Und passe auch. Okay. Bin am Zug. Lass mal den raushauen. Okay. Das ist doch, wie sie mir was da draus gespielt hat. Okay. Oh. Ich glaube, das hat er gewonnen. Und das hat er gewonnen. Zwei Wiederbelebungskarten hatte, ja. Gut, spielen wir nochmal. Weiß nicht, man sagt, er ist Betrüger. Vielleicht schaffen wir den noch. Versuch's erstmal gegen schlechtere Spieler, ja? Wenn du ein paar Kniffe drauf hast, komm zur Revanche vorbei.
Stark. Ich bin noch nicht Was fertig. Was kann ich für dich tun? Willst du mich immer noch du willst immer noch... Ja, ja. Also spiel... Warum nicht? Er cheatet zwar, aber wir können zurückcheaten vielleicht. Mal schauen. Na komm, was haben wir so, so alles? Aha, aha, aha. Oh, das sieht diesmal viel besser aus. So, lass mal den hier weglegen. Okay, und den hier auch. Jawohl. Gut, machen wir den. Der direkt die Karte hier ausspielt. Und dann gehen wir auf Belagerung, würde ich sagen. Als ob. Guck mal, was ist los mit denen? Lass mal zwei Karten ziehen. Jawohl. Tag. Dann nehme ich das hier zurück. Ich kann die erste Runde von mir aus gewinnen. Er passt tatsächlich auch. Wir könnten auch die erste Runde gewinnen. In dem was? Ja, lass mich überlegen. Lass mich mal kurz überlegen. Wie werde ich das hier raushauen? Und dann extra das hier. So. Lass mich überlegen, soll ich ihm die Runde geben? Pass auf, machen wir jetzt. So. Und dann nehmen wir zum Beispiel das hier. Damit haben wir gewonnen. Okay. Ich bin am Zug. Lass mal das hier. Ich bin dran. Lass mal weiter das hier machen. Ja, komischerweise mir. So. Erstmal was wiederbeleben. Von mir aus den hier. Alles klar. Lass mal Belagerung machen. Okay. Lass mal den machen. Okay. Lass mal die hier machen. Okay. So, dann lass mal den hier machen. Eine Karte hat er noch. Gutes Wetter. Danke für gutes Wetter und lass mal ihn vernichtend schlagen. Und wir sind fertig. Gewonnen. Ich kann mich nicht entsinnen, wann ich zuletzt so zerlegt wurde. Die Karte gehört dir. Jawohl. Du hast dein Bestes versucht. Sag, wer könnte noch lohnende Karten haben? Da ist zum Beispiel die Marquis Serenity. Sie gibt nicht an damit, aber sie hat ein...
eins der besten Blätter der Stadt und kann verflucht gut damit umgehen. Ich weiß, wovon ich rede. Gut. Wann hast du dir zuletzt die Haare gewaschen? Alles klar, nur Teil 2. Kartenspiel Teil 2. Diesmal mit Sound. Das machen wir auf jeden Fall. Und dafür kriegen wir auch Stufe 11. Warte. Wo ist der Händler? Habe ich den schon angeguckt? Ja. Willkommen, willkommen. Was hast du? Quinn-Karten hat er nicht, okay. Dann interessiert mich alles nicht. Bis dann. Ah! Willst du eine Umarmung? Almosen sind für die das beste Angebot. Hallo Kamerad, sei gegrüßt. Hallo Kamerad, sei gegrüßt. Dun, dun, dun. Noch mehr Treibgut aus dem Meer. Hast du so komische Augen? Komm näher, nicht so zurück. Weil ich so komisch bin. Warum erst Mausen kaufen, was du heute schon kaufst? Meine Güte, was für eine Mist. Wollen, diese Stadt hat sogar mehrere Wegweise, damit man auch schnell reisen kann. Gut, aber wir sind schon angekommen beim nächsten Spielerin. Hallo, ich will Gwen spielen. Uchte. Hübsch hast du es hier. Weißer Wolf, willkommen in der Passiflora. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. Sei gegrüßt. Keine Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. Ja, auch immer du bist. Und das war... Ach, vor ewigen Zeiten. Du und Meister Rittersporn seid mit zwei Halblingen aufgetaucht. Einfach zum Brüllen, die kleinen Typen. Wir erinnern uns bis heute an diesen Abend. Aha. Dann hat die Belegschaft sich seitdem nicht verändert. Natürlich hat sie das. In diesem Geschäft ist das normal. Bollaberta hat einen Kaufmann geheiratet, Ella hat sich selbstständig gemacht und Cerise findest du sicher betend im Tempel. Ich bin die Einzige, die noch da ist. Und? Soll ich die Mädchen rufen? Aber vergiss nicht, das hier ist ein anständiges Etablissement. Lass deine Hände vorerst bei dir. Unsere Mädchen haben gute Manieren. Worüber sie sich unterhalten, ziemlich beängstigend. Okay, lass mal was kaufen. Eigentlich will ich nur was. Gut, der hat Karten. Lass mal alles kaufen. Oh, nicht schlecht. Acht. Das ist unsere Karte gewesen. Gut. Dann. Ich wüsste gern, ob du Quint spielst. Sicher. Natürlich nur um hohe Einsätze. Ohne Risiko wäre das Spiel überaus langweilig. Gut, spielen wir. Wie wär's mit einer Partie? Aber ja, spielen wir. Gut, wir haben hier Visimir. Wo ist meine Karte? Ich will auch sowas haben. Zack, hier sprach Belagerungsdings hier. Lasst es mal den weglegen. Und mir aus den auch weg. So. Langsam werden unsere Karten immer besser und besser. Alles klar. Haben wir noch was gewonnen zufällig? Ja, wie sie mir ist neutral, das ist gut zu wissen. Das machen wir. Oh. Aha. Gut, wir haben schon bald nächstes Blatt schon. Gut, starten wir. Nicht schlecht. 3 auf einmal.
Gut, dann lass mal, riskieren wir mal und legen wir mal die weg. Die Wes. Das ist Kyra. Aber sie ist Zauberin. Ja, sie ist Zauberin. Nur Fernkampf, okay. Oh, Sabrina. Gut, also ich bin nicht sogar recht zufrieden. Lass mal. Wiederbelebungskarte wäre natürlich noch geiler. Lass mal die weglegen. Okay. Ich beginne. Kyra? Pass auf, pass auf. Gwelonlan! Okay. Brennt für dich. Zack. Dann lass mal was. Lass mal den verarschen. Oder? Nee, warte, warte, warte. Oh, lass mal den rauslegen. Gut. Gut, pass auf, wir legen den raus und mal gucken, was der macht. Den holen wir aber gleich wieder zurück. Okay. Ich denke mal, machen wir das hier. Okay. Wie viele Karten hat er noch? Gut. Dann holen wir den einfach wieder zurück. Ah, können wir nicht. Ah, scheiße. Okay, okay, okay. Dann machen wir den hier doch. Oh. Und zerstörbare. Gut. Holen wir einfach unsere Karte zurück. Hier. Mal schauen, was da ausspielt. Der passt. Der passt tatsächlich. Wir könnten jetzt ihn einfach schlagen. Oder auch nicht. Aber lass mal passen. Von mir aus sollte er erste Runde gewinnen. Und dann die. Wir haben dann mehr Karten, weißt du? Dann verbrenn mal was. Gut. Dann lass mal Kyra. Wellenlan rausschmeißen. Gut, hat er wieder verbrannt. Gut, dann lass mal Katapulta machen. Von mir aus, von mir aus. Er hat nur noch eine Karte. Katapulta. Der hat keine Karten mehr, wir passen. Nur zweite. Ja, wir machen einen Alleingang. Passt. Und dann machen wir einfach alle drauf, was geht hier. Vernichtend schlagen. Nochmal dreimal bin. Die Karten sind gut, die behalte ich. Wenn wir zu dritt sind, sind die gut. Alles klar, gib mir deine Karte. Ich verstehe nicht, wie ich verlieren konnte. Diese Karte gehört wohl dir. Gib sie mir. Hast du noch andere Spieler, die um seltene Karten spielen? In Novigrad ist die Sammlung von Sigi Reuven berühmt. Den solltest du herausfordern. Nun, Blend, das ist schon in Novigrad. Da können wir erstmal nichts machen, aber wir haben gerade immerhin bekommen. Erfahrungspunkte.
So. Er ist abgeschlossen. Gib mir einen deinen Damm. Da. Wenn ich dich so ansehe, dann bereue ich fast, dass ich nicht mehr im aktiven Dienst bin. Gut, welche kannst du mir empfehlen? Würdest du mir ein Mädchen empfehlen? Narcissa wird dir gefallen. Sie ist vielleicht nicht die hübscheste, aber dafür die einfallsreichste. Und wie meine selige Mutter gesagt hätte, rund geht's nicht im Gesicht. Ich würde sie mal gerne sehen. Ich würde die neue Blütengeneration der Passiflora gerne sehen. Gut. Du bist? Aha. Er ist da oben. Wie öde. Wie öde. Oh, sieht doch gut aus. Willkommen, mein Herr. Unsere Reize und Fertigkeiten werden dir sicher gefallen. Was wünschst du? Ich möchte mich... Du bist eine Elfin. Du bist eine Elfin. Unschwer zu erkennen. Ich bin stolz darauf. Ich wollte es nie verbergen. Soviel ich weiß, werden die Elfen in Novigrad nicht gerade gut behandelt. Das ist noch geschmeichelt. Aber hier ist nicht der richtige Ort, um das zu besprechen. Du bist zum Vergnügen hier und nicht, um Beschwerden zu hören. Dreht euch um. Ich habe was zu erledigen. Bis gleich. Ich würde mich gerne mit einer schönen Frau entspannen. Am liebsten mit einer Elfin. Du hast eine gute Wahl getroffen. Muss ich halt ab 18 machen, diese Video, aber gut. nicht so schnell. Bezahl mich, hat sie gesagt. Gott. Aha. Jack. Narissa. Da war gleich in Direktteile. wow, ganz nett. Zur Seite. So. Sei gegrüßt. Nee, nochmal will ich nicht mit Delfin. Gut, Okay. Warte. Bist du die Empfehlung? Viola. Bis gleich. Da bin ich wieder. Wo ist eigentlich meine Empfehlung? Mir wurde eine empfohlen. Empfehlung. Boah, hier ist ein Bad. Ich will Bad nutzen. Zack. Ja, war ein Wiesimmer. Wo ist Empfehlung? Sagst du, hast du Empfehlung für mich? Fass du mich nicht an. Oh, bist du Empfehlung? Genau, Narissa. Du bist zurück. Wie schön. Ah, okay, ja. Okay. Bis dann. Stimmt, das habe ich heute nicht gemacht. Tatsächlich. Gut. Und die Sonne. Ah. So, alles klar, genug hier Zeit verbracht, blenden, hab schon jede Teuche hinter mir blenden. So, auf geht's. Ah, war wohl ein Konzert. Okay, so,
Lass mal den einen Anschlagbretter nochmal betrachten. Geile Stadt an sich, gefällt mir blind. Achtung, ein Dieb, okay. Wichtig, nehme ich an. Maß und Gewicht, okay. Erinnerung, okay. Alles klar. Gut. Lass mal kurz gucken, Weltkarte. Und das ist Quest, um nach Skille zu gucken. Das machen wir jetzt nicht, diese Reiseziele. Aber die Map ist schon noch verdammt noch groß. Wir haben hier noch nicht alles geschafft. Schon kann man zur nächsten Map hier gehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt... Warte, Weltkarte? Hey. Weltkarte? Schau dir das an. So. Wir sind nur hier, in Novigrad. Ach, gibt's noch... Erwählen. Erwählen, das gehört zusammen, okay. Dann gibt es hier noch, dieser Abschnitt ist wahrscheinlich groß. Hier ist noch was. Das ist die Weltkarte. Gut, wir sind bis... Herr Mohim gibt es auch noch. Wenn das noch nicht genug ist. So. Dann, lass mal gucken nach Quest. Neben Quest. Oh, war noch diese eine? Sammeln sie alle? Nein. Fliegende Fäuste. Gut. Freiwilliger. Falsche Papiere. Sammeln sie alle? Okay. Sprich mit dem Aufseher auf der Ferse. Gut, blind. Ich würde mal vorschlagen, wir machen jetzt zum Abschluss vielleicht irgendeinen Hexenauftrag. Das Ding aus dem Sumpf zum Beispiel. Oder, nee, lass mal Hexenauftrag erstmal aufheben, die sind gut. Oder nicht gut. Lass mal zum Beispiel auf der Fährte machen. Und das will ich jetzt machen, auf der Fährte. Zum Abschluss jetzt. Diese Nebenquest. Ja, ist halt wieder Quint-Kartenspiel gewesen. Dafür mit Sound. Ja, dafür mit Sound. So. Was ich jetzt finden will. Wer schreit denn hier rum? Was ich jetzt erstmal finden will, ist ein Wegweiser. Der war doch nicht weit entfernt von hier. So. Es zieht mich immer zu diesem Haus. Lass wohl wieder gehen. Da ist ein Wegweiser. Ich wollte nicht zum Wegweisen, aber es hat mich immer zu diesem. Es führt immer zu diesem Haus, wie Dieter schon sagte. Gut. Ah. Das ist doch hier. Okay, aber dafür. Nur damit es nicht sinnlos war, reisen wir hier hin. Auf der Fährte machen wir jetzt. Zum Abschluss. Warum auch nicht? Du siehst blass aus. Na. Mit Zwiebeln in Öl. Ah. Wunderbar. Da nur noch. Deshalb sehe ich blass aus. Mit Zwiebel probieren. Mit Öl. Ich muss mir Zwiebeln und Öl kaufen, auf jeden Fall. Weil ich blass aussehe. Alle, die trinken, werden plötzlich schlau. Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Papa? Schweine? Dann nein, ich gehe doch nur an dir vorbei. Das ist ein bisschen ärmerer Abteil hier von der Stadt, ne? Dafür haben wir jetzt Wegweiser freigeschaltet. So, Aufseher. Ah, das ist eher... bringt eure Kinder auf Mambeles Schule für die Kleinen, wo sie lesen, schreiben und Respekt vor Göttern lernen. Wir verlangen kein Geld, sind aber für jede Spende dankbar. Dank eurer Großzügigkeit können wir unsere Arbeit tun. Geil. Blin. Spiel. Das Spiel. Alter, wie konnte ich die ganze Zeit einfach dieses geniale Spiel verlassen, ey?
nicht, sondern dass das ganze Zeit nicht spielen. Dieses geniale Spiel. Wie ist da, ich weiß nicht, wie da an mir einfach vorbeigegangen ist. Keine Ahnung. Trailer war wahrscheinlich nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe oder so, ich weiß es nicht. Aber das ist doch ein geniales Spiel an sich. Geiles Rollenspiel. Viel Abwechslung. Du kannst das saufen, du kannst mit Frauen, du kannst den Ding. Gott, die gab's nur Nadia, mehr nicht. Sie können sehen auch gut aus hier. Muss ich sagen. Hast zwar nicht alles gesehen, aber sie sehen gut aus. Hexenaufträge. Was auch jeder nicht so eintönig ist. Okay, vielleicht nicht so eintönig, aber das ist so. Bisschen Kohle machen und so weiter. Aber die sehen trotzdem gut aus. Lernst du verschiedene Kreaturen, gibt's hier. Nebenquests sind manchmal besser als die Hauptquest. Geniales Spiel. Ich mach kurze Pause. Ein Buff einfach von dem Spiel. So, fahren wir mal fort. Reden wir mal mit dem Aufseher zum Abschluss hier. Keine Leute, die hier rumstreuen. Ach nein? Gibt es hier eine Bestie, die jemand loswerden möchte? Ich bin wegen der Nachricht hier. Aufseher Lund hat sie aufgehängt. Ja, die Bestie treibt sich in den Vororten rum, ermordet die Leute. Sie haben Angst, abends rauszugehen. Ich würde gerne mit dem Aufseher sprechen. Zu schade, dass er keine Bittsteller empfängt. Was macht er denn genau? Er verteilt im Namen des Stadtrats Hilfsgüter, Mehl und Grütze für die Armen. Natürlich macht er das nicht selbst. Dafür hat er seine Männer. Er selbst, beaufsichtigt? Genau. Ich möchte dieses Monster zur Strecke bringen. Dann solltest du dich beeilen. Ein anderer Kerl ist schon hinter ihm her. Ach ja. Wer hat den Auftrag angenommen? Ich habe den Mann nicht gesehen. Hab nur gehört, dass irgendein mutiger Trottel aufgewacht ist. Okay. Hat Jan das Monster gesehen? Wo ist die Bestie zuletzt zugeschlagen? Okay. Gibt es irgendwelche Augenzeugen von diesen Angriffen? Nein, nur Leichen. Okay, dann frage ich mal die Leichen. Die Bestie erscheint nur nachts und wählt Opfer aus, die alleine sind. Aha. Wann wurde das letzte Opfer gefunden? Erst letzte Nacht. Hubert, ein Bettler, aber anständig. Ich habe ihn ab und zu im Schuppen übernachten lassen. Dort drüben rechts. Eustachius hat die Leiche noch nicht abgeholt. Sie liegt noch dort, wo ich sie gefunden habe. Gut, bis dann. Danke, bis dann. Untersuchen wir mal doch mal diesen Schauplatz. Das klingt immer Schauplatz. Blöd, da bin ich gespannt. Dann doch ein guter Abschluss. Bestie zu vernichten. Irgendeine Bestie zu vernichten. Ich will die Bestie vernichten. Doch, die Bestie vernichten. Ah, im Haus. Okay, okay, okay. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden, im Schuppen. Da hat er auch gesagt, im Schuppen. So. Ah. Das sind nicht die Spuren eines Garkins oder Flatterers. Okay. Was haben wir denn hier? Bier. Starkbier sogar dabei. Machen wir ein bisschen Licht hier. Blut, aber kein menschliches. Das Monster wurde verwundet. Aha, und die haben die Leiche einfach hier liegen gelassen. Alles Blut wurde ausgesaugt. Ein niederer Vampir? Gut. Niederer Vampir. Dann folgen wir mal der Spur. Aber es hat offenbar an Stärke verloren und ist am Ufer lang geschlichen. Okay. Mhm. Das geht an einen anderen Ufer. Okay, alles klar. Ja, ich weiß. Ach so, wird dieser Kreis jetzt nicht erweitert? Warte. Vielleicht sagt er was. Spuren enden hier. Ich muss auf der anderen Seite nach Spuren suchen. Genau. Auf geht's.
Ja, schwarz, mein Gott. Hoppa, hoppa, hoppa. Suchen wir nach Spuren. Oh, das ist doch die Spur. Was? Nehmen wir alles? Da, da ist die Spur. Rattenkadaver. Sie haben keinen Tropfen Blut mehr. Muss ein Ekima sein. Ein Ekima. So, was ist, warte? Ekima, haben wir das jetzt? Hybrid? Nein. Aber Halbjahr haben wir, okay. So, Insekten ist egal. Können wir trotzdem mal anwählen, damit es weg ist. So, Nekrophagen. Nekrophagen. Nekemer sehe ich jetzt hier nicht. Nekemer. Nekemer. Relikte. Silvana. Ja, ja, wahrscheinlich hätte ich ihn einfach umbringen müssen, denn. Silvana. Wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich wieder zurückkommen und den umbringen. Mal schauen. Kuppeln, jetzt war ich ein bisschen erschrocken. Da wird gekämpft. Jawohl. So, wer bist du denn? Hallo, Lambert. Lambert. Verdammt, wie gut dich zu sehen, Wolf. Bist du zum Jagen in Novigrad? Du mochtest die Stadt doch noch nie, wenn ich mich recht entsinne. Das stimmt. Ich habe hier etwas zu erledigen. Was hast du getrieben? Ging unterwegs alles glatt? Und ob? Ordentlicher Verdienst in Lan Exeter. Da sollte ich einen Riesen jagen, der sich als Waldtroll entpuppte. Außerdem Banditen. Banditen? Die gab es zusammen mit dem Trollfreihaus. Was du noch erledigen musst, kann ich dir dabei helfen? Vielleicht. Aber wir reden später darüber. Wir müssen uns die Belohnung holen. Ich hab's eilig. Sagen wir, du hast die Hälfte verdient. Was soll's? Gehen wir. Ich stoße später zu. Dazu. Wartest du auf mich? Gut, aber lass dir nicht zu lange Zeit. Weißt du, wo das Büro des Aufsehers ist? Ja, ich habe mich mit der Wache davor unterhalten. Wir sehen uns dort. Gut, aus dem Grund, weil ich kurz die Leiche untersuchen wollte. Ah, hier. Woll. Nehme ich mal alles mit. Warum auch nicht? Vielleicht gibt es hier was Interessantes deswegen, ne? Hoppa. Ach, hab ich schon oder was? Hier ist noch was zum Untersuchen. Looten. Okay. Sprechen wir mit Lambert. Wegen unserer Lohn. Warum kann der? Oh, kann der. Ich dachte, der kann nicht hochspringen. Ich habe schon ein paar Mal versucht. Ach, da sind wir überfüllt wieder. Nein. Nein, Rückwärtsgang. Es geht nicht rückwärtsgang. Ist ja auch ein Boot. So, auf geht's. Auf anderen Ufer. Ja, passt schon. War immer so. Gut, reden wir mit Lambert. Holen wir uns die Belohnung. So, ein Hexer, wie du sehen kannst an Augen.
Und? Was sagst du? Wir haben alles Notwendige getan. Jetzt wollen wir unsere Bezahlung sehen. Wartet hier. Ich hole den Aufseher und eure Belohnung. Das machen wir selbst. Kein Grund, den Posten zu verlassen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Geht rein. Wir haben uns um das Monster am Hafen gekümmert. Wir sind wegen der Belohnung hier. Hexer? Seit wann reist ihr zu zweit? Auf einzelne Hexer lauern große Gefahren. Banditen zum Beispiel. Ich rate dir, auf deinen Ton zu achten. Wo ist Yad Karadin? Rede! Yad Karadin? Aber beruhig dich, Yad Karadin? Hä? Wer? Vertrau mir, Geralt. Es ist wichtig. Ich muss etwas herausfinden. Ich kenne keinen Karadin. Nehmt die Münzen und verschwindet, bevor ich die Geduld verliere. Wo ist Yad Karadin? Ich frage dich zum letzten Mal. Wache! In den Kerker mit ihnen! Okay, der will kämpfen anscheinend. So, wo ist er? Dieser Typ ist mehr Ärger als der Ekima. Karadin ist verschwunden, ich schwöre es. Die anderen auch. Ich weiß nur von Vienne. Was weißt du von Vienne? Sie trinkt im Sieben Katzen. Sie ist Tag und Nacht dort. Siehst du? Du bist doch zu was Nütze. Und wegen dem sind jetzt Wachen gestorben. Alles richtig. Teufel. Erklärst du mir, was du das sein soll? Das war Mord. War das wirklich notwendig? Ja. Ja. Bald tauchen noch mehr Wachen auf. Lass uns verschwinden. Wir treffen uns im Sieben Katzen. Dort erzähle ich dir alles. In der Taverne, wo Vienne ist? Ja, bis später. Okay, bis später. Goblin! Ich muss mal alles aufnehmen, was hier rumliegt. Was Niet und Nagel fest ist. Sollen die Wachen kommen? Ich war das nicht. Das war die andere Schicht. Ich nix schuld. Lesen kann man hier nicht. Okay. Dasselbe, oder? Oh, ein Relikt gefunden. Lass mal direkt mal checken, was das für ein Schwert ist. So. Ist das der? Was haben wir hier noch? Oh, Kälteschaden sogar. So ordentlich ein Steilschwert, wenn nicht schlecht. Aber wir haben hier eine neue Waffe. Gefällt mir. Gut aus. Deit wen. X-Beil. Ist da noch was oder was? Warum ist es noch markiert? Oh. Oben ist noch was. Ich will das erreichen. Gib mir das. Gib mir A. Mach A. Mach. Okay. Ist mir jetzt auch egal. So. Und wo ist die Leiche hin? Paprika. Lass mal ein bisschen hier alles looten. Komische Wachen waren das. Ein paar Waffen zu verkaufen. So, dann lass mal zu dieser Katzen-Dings hier gehen. Bastard, hey, rein. Hallo, guter Mann. Ob du mir wohl in einer wichtigen Sache helfen könntest? Was willst du? Ich bin Mux, Rostan Mux. Ich brauche deine Hilfe in einer ernsten Sache. Was ist das für eine ernste Angelegenheit? Ich bin geschäftlich hergekommen. Leider wurde ich am anderen Flussufer angegriffen. Da
beim Ende der Brücke. Ich habe dem Penner eine Flasche feinsten Zwergenschnaps auf den Schädel gedroschen. Aber er hat mich trotzdem beklaut. Nun sag schon, was du willst. Fass dich kurz. Der Dieb ist mit meinen Dokumenten weggerannt. Sehr wichtige Dokumente waren das. Du musst sie mir wiederbringen. Und dann? Das kostet aber. Das kostet was. Ich arbeite nicht umsonst. Ich weiß. Seit Anbeginn der Zeiten hat wohl noch kein Hexer einen Finger umsonst gerührt. Ich habe noch etwas Geld in meinen Schuhsohlen. Wenn du mir die Dokumente bringst, ist es dein. Gut. Mal sehen, was ich tun kann. Gut. Das könnte die letzte Chance sein. Wenn das nicht klappt, weiß ich nicht weiter. Gut. Untersuchen wir mal. So, wir müssen eh in diese Richtung gehen. So, Wache, da hinten ist was passiert. Ja. Ja. Okay, ich benehme mich. Ich muss was untersuchen. Aha, hier sind Spuren. Alkohol. Illegaler Zwergenschnaps. Nichts stinkt schlimmer. Da ist die Flasche. Hier wurde Mux angegriffen. Gut, folgen wir der Spur. Hoppa, Gerd. Er mit den Dokumenten, Dieb. Ein Dieb, ich? Ich hab sie ehrlich beim Kartenspiel gewonnen. Das sieht Mux anders. Er sagt, er sei ausgeraubt worden. Er hat verloren. Er wollte die Papiere zurück. Und als ich mich weigerte, schlug er mir eine Flasche über die Rübe. Ich hab's nur knapp überlebt. Ja, mit den Papieren, sofort. Wie viel willst du dafür? Wie viel sind sie dir wert? Ich selbst kann nicht lesen, aber ich habe die Siegel gesehen. Das ist kein Schrott. Die verkaufe ich nicht dem nächstbesten dahergelaufenen. Ich kann natürlich um sie spielen, oder ich kann natürlich mit ein bisschen Magie wirken und ab so. Lass mal um sie spielen vielleicht. Oder wir nehmen die einfach so. Oder wir spielen. Problem, ich habe irgendwie genug gespielt. Ich spiele mal mit dem, aber im Hintergrund. Du hast schon einmal um sie gespielt. Spielst du nochmal? Du hast doch gerade eine Glückssträhne. Die könnte doch noch weitergehen. Du könntest recht haben. Spielen wir. Spielen wir. So, anscheinend habe ich gewonnen. Das ist schon zweite Runde hier. Vernichtend geschlagen. Jawohl. Her mit der Karte. Erste Runde mit 18 zu 12 gewonnen und zweite vernichtend. Auch mit Trick 17. Ich bin nicht blind. Nimm die Scheißdinger. Nicht, dass jemand sagt, ich wäre kein ehrlicher Mann. Die Götter wissen, dass ich stets nur gut von dir reden werde. Genau. So, schwarzes Brett. Schauen wir uns direkt auch an. Gebrauchte Wiege ohne Gebrauchsspuren gesucht. Eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas? Interessant. Du suchst einen Hexer. Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich, hockt in der Kanalisation. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Everreck. Der ist der Auftraggeber. Gut, Warnung, Wörter, lasst euch warnen, wenn ihr einen Mann namens Odrin begegnet, dann haltet euch von ihm fern, zeigt ihm allenfalls bei der Stadtwache an. Der Halunke hat gut 3 Wochen lang in meinen Herbergen residiert und ist dann verschwunden, ohne einen Körper seiner Rechnung gezahlt zu haben. Außerdem hat er noch ein Weidenfass und ein Silberbesteck für den Gebrauch unserer wohlhabenderen Kundschaft mitgehen lassen. Ja, ein Runenschmied hat eure Gestade erreicht. Eleganter Hochzeitbegleiter gesucht.
Gebrauchte Wege ohne Abnutzungserscheinung gesucht. Tauschdefekte Dorf gegen Wagen. Monster in Kanalisation. Alles klar. Die zarte Haus des Bösens. Und da steht tödlich. Das können wir noch nicht machen. So, Quest. Haben wir jetzt zuletzt. Hauptquest sogar. Hauptquest. Ah, das ist. Ah, das ist von. Ah, ja, aber das machen wir noch nicht. Da müssen wir erstmal Stufe 30 werden oder so. So. Dann Nebenquest. Wo war das hier? Amnesiale, fliegende Fäuste, nein, auf der Fährte machen wir gleich, sofort. Zwergendokumenten geben wir ab. Und dann kommen wir zurück. Zum dem sieben Katzen in der Taverne und reden mal mit anderen Hexer. Bis gleich wieder hier. Ich habe den Dieb gefunden, der deine Dokumente genommen hat. Nicht zu glauben. Auf geht's. Du kannst ihn festhalten, während ich mir wiederhole, was mir gehört. Langsam. Der Mann sagt, dass er dich nicht angegriffen hat, sondern dass du beim Kartenspiel verloren hast. Doch, der vorlaute Sack. Tja, Lügen haben kurze Beine und laufen nicht weit, wie meine Tante Rosalie zu sagen pflegte. Die Dokumente gehören meinem Arbeitgeber, die Besitzurkunde eines Stadthauses in Wengerberg. Und wahrhaftig, ich hatte getrunken und habe mich gehen lassen und sie beim Kartenspiel verjubelt. Und dann hast du dem Sieger eins mit einer Flasche übergezogen. Was hätte ich denn machen sollen? Er wollte sie nicht mehr rausrücken. Der Halunk hat eine Waffe gezogen, da bin ich geflüchtet. Aber ohne die Urkunde kann ich mich daheim nicht blicken lassen. Ich habe deine Urkunden, jetzt geh. Hier, jetzt her mit den Mäusen. Natürlich, ich gebe dir, was ich noch habe. Was anderes käme nicht in Frage. Ja, dankeschön. Wir wollen wir nicht finden, wir wollen jetzt auf die Fährte weitermachen. Ah! Wann sind wir in die Stufe 11? Ich will neue Rüstung tragen. So weit ist es nicht. Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Deshalb kommen wir einfach so schon hin. Sind wir Stufe 11? Nein. Ich will die Rüstung tragen. Ich will wirklich, wirklich sehr die Rüstung tragen. Kann man hier schon reingehen, zufällig? Hallo! Gute Reaktion von dem Betrunkenen da. Gut, ich bin bei den sieben Katzen. Ist da draußen oder was? Anscheinend ist er draußen. Warum kommt er nicht in den Kneipp rein? Hier ist er doch. Warte. Okay, ist nur eine Schnellreise. Wegweiser. Jetzt bist du mir einige Erklärungen schuldig. Warum hast du Lund getötet? Und worum geht es hier? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Ja, ich will alles hören. Erzähl mir die ganze Geschichte. Ich hatte einen Freund. Sein Name war Aiden. Du hattest einen Freund? Sehr witzig. Ich habe ihn kennengelernt, kurz nachdem ich den Auftrag hatte, den Fluch vom Oger von Elanda zu brechen. Aiden war beauftragt worden, ihn zu töten. Er war ein Hexer von der Katzenschule. Soweit ich mich erinnere, wurde der Oger letztendlich getötet. Ja, nachdem er meinen Auftraggeber ausgeweidet hatte, blieb uns nichts anderes übrig. Aiden und ich haben uns zusammengetan und uns die Belohnung für den toten Oger geteilt. Danach haben wir häufig zusammengearbeitet. Er war der Beste, den ich jemals getroffen habe. Du weißt, ich mag dich, aber das ist kein Vergleich. Was ist mit ihm passiert? Vor einiger Zeit hat Aiden einen Auftrag angenommen, einen Fluch zu brechen, bei der Tochter des Herzogs. War von Anfang an ein politisches Fiasko. Und der Hass auf die Katzenschule kam noch dazu. Sie haben sich diesen Hass redlich verdient. Sie wurden praktisch zu Auftragsmördern. Aiden war nicht so. Jedenfalls hatten einige Höflinge des Herzogs andere Pläne. Wollten nicht, dass der Fluch der Erstgeborenen des Herzogs aufgehoben wird. Also haben einige ausgebildete Mörder Aiden aufgelauert und ihn ermordet.
Unser lieber Aufseher war einer von ihnen. Und Yad Karadin? Der Anführer der Meuchelmörder. Er hat ihm den tödlichen Stoß verpasst. Das mit deinem Freund tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern deine Hilfe. Wir müssen mit Vienne reden. Inzwischen müsste sie genügend getrunken haben. Gehen wir. Willst du von jemandem was erfahren? Fühl sie einfach ab. Vienne? Eine Elfe. Was willst du? Was ist? Wir suchen Yad Karadin. Warum sollte ich euch helfen? Die hat geredet ohne Mund, weil wir sonst ärgerlich werden. Weil wir dich freundlich darum bitten. Meinem Freund hier ist es wirklich wichtig. Und was springt für mich dabei raus? Ich bezahle fürs Erste dein Bier. Dann werden wir sehen, wie wertvoll deine Informationen sind. Mach doch einfach diese Axi-Maxi-Scheiß und dann blaut die schon aus. Ich habe zu Karadins Bande gehört, aber... Oh, wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin nicht mehr dabei. Außerdem ist er mit seinen alten Kumpeln nicht mehr befreundet. Er soll sich verändert haben. Karadin soll sich verändert haben? Was meinst du damit? Er hat die alten Verbindungen abgebrochen. Nimmt keine kleinen Morde mehr an. Er hat sich in einem Loch versteckt. Scheint was Großes zu planen. Wer war sonst noch in Karadins Bande? Außer mir? Selyse, Hammond und Lund. Aber die sind in alle Winde verstreut. Selyse ist nach Dreiberg gegangen. Hammond nach Skellige und Lund... Lund ist tot. Endlich hat er seinen Meister gefunden. Dann könnt ihr nur noch Hammond oder Selyse fragen. Diese Selyse, wo finden wir sie? Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen. Die Huren entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die Schwarze Lilie. Selyse hatte schon immer einen schrecklichen Geschmack. Okay, erzähl mir was von Hammond. Wir brauchen Informationen über Hammond. Früher war er Karadins rechte Hand. Als sich die Bande trennte, ist er zurück nach Faroe, wo er einst herkam. Jetzt ist er Pirat. Selbst die Jarls behandeln ihn mit Respekt. Was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Skoyatel, die Einheit wurde aufgerieben und ich habe mich Karadin angeschlossen. Wir haben mich nie gleichwertig behandelt. Nein. Ich konnte einen Spaß auf 100 Schritt Entfernung treffen. Aber für Karadin war ich nie gut genug. Er hat diese Hure Selyse bevorzugt. Warst du an dem Mord des Hexers Aiden beteiligt? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Die anderen Mitglieder der Bande, wir müssen mit ihnen reden. Zufrieden? Sie weiß nichts. Wir müssen mit Hammond und Selyse sprechen. Ihr solltet nicht nach Karadin suchen. Wenn er merkt, dass ihr hinter ihm her seid, wird er euch auf der Stelle töten. Okay. Das werden wir ja sehen. Wir sind dafür. Und was dich anbelangt. Nein, Lambert. Du hast recht. Lassen wir sie so leben. Was ist mit meiner Bezahlung? Arschlöcher. Das ist doch... Du musst mir helfen, Geralt. Am besten trennen wir uns. Du segelst nach Skellige und versuchst, was aus Hammond herauszubekommen. Ich gehe nach Dreiberg und treffe dort Selyse. Zuerst müssen wir reden. Lambert, lass uns darüber reden. Nein. Das ist eine der Situationen, der ernsten Situationen, wo man keine unnötigen Fragen stellt und einem Freund einfach hilft. Wo treffen wir uns, wenn ich wieder zurück bin? In der Taverne nirgendwo. Gut, bin schon unterwegs. Viel Glück. Okay. Taverne nirgendwo. Gut. Wo ist diese Taverne nirgendwo? Geh nach Horea. Blen. Ich wollte jetzt nicht wirklich in irgendeine andere Gegend reisen, aber
Auf die der Fährte. Geh nach Korea. Len, da müssen wir erstmal. Warte. Warum ist er da wieder da? Aber Len, da können wir erstmal auf die Fährte nicht machen, weil ich würde ungern in eine andere Gegend erstmal reisen. Warte, lass mal kurz gucken. Auf der Fährte Stufe 11. Obwohl, können wir eigentlich machen. Da müssen wir erstmal nach Skilling reisen. Zwar Stufe 16 empfohlen, so danach können wir das machen. Diese Reiseziel für dein Schiff. Ich weiß nicht, ob da irgendwas dazwischen ist. So, deshalb gut. Ich hoffe, die Zeit läuft da nicht ab. Können wir erstmal nicht machen. Ich denke mal, wir gehen noch. Da ist so ein Ausrufezeichen. Da gehen wir noch schnell mal nach. Die Pferde, die machen wir halt später, nehmen wir das nochmal in Angriff. Ich denke mal, die werden auf uns warten. Da vorne habe ich Ausrufezeichen gesehen, irgendwo. Auf der Karte zumindest. Erstmal das machen und gut ist. Schon wieder? Willst du noch mehr? Ledierter Hintern schon. Ja, der ist schon wieder. En garde, sag ich. Diesmal wird der Sieg mein sein. Ich habe mich mit Schild und Schwert geübt. So mancher Vogelscheuche hat's den Kopf gekostet. Lass dich warnen und kämpfe gegen mich. Ja, von mir aus bringen wir was hinter. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ey, eigentlich will ich nicht, dass ich ihn umbringe. Ich habe keine Zeit, dir noch eine Lektion zu erteilen. Ich werde dir die Lektion erteilen. Und da will es selbst. So. Oh, da macht Schildkamm. Wäre eigentlich auch nicht schlecht, hier zu wissen. Oh. Nicht schlecht, hat was gelernt. Wie lange soll ich noch machen? Na, machen wir Art. Der macht guten Deckung an sich. Jetzt wüsste ich jetzt nicht, wie ich am besten seine Deckung brechen soll. Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? Schon gut. Ich ergebe mich. Man konnte das nur mit Konterdeck machen. Nächstes Mal. Nix mal bringen die nein. Geh mir aus den Augen. Geh zur Jungfer Heidelbeer und entschuldige dich für deine Idiotie. Sofort, bevor ich es mir überlege und dir die Knochen breche. Wir sehen uns wieder. Langsam gefällt mir. wo ist dein Schild? Da hört doch zu streiten, zu schreien. Ich habe ihn nicht umgebracht, Blin. Wer bist du überhaupt? Elfin. Gib mir Schild. So. Nein, wir machen. Lass mal gucken, was wir machen. Noch irgendwas, vielleicht noch irgendwas. Hexauftrag. Nee, eigentlich Hexauftragen, die gehen schnell. Das Ding im Sumpf zum Beispiel. Das Ding im Sumpf. Okay, auf der Fährte können wir machen wir später fort. Schwarze Perle. Damit sie alle. Nein, irgendwas will ich noch machen, damit wir endlich Stufe 11 sind. Heute holen wir erstmal unsere Rüstung. Deshalb machen wir diesen einen Hexenauftrag hier.
Und zwar der mit den 12 und gut ist. Gehen wir zum Auftragsgeber. Eine Wegweiser habe ich auch irgendwo nicht weit hier von entfernt gesehen. Ist auf anderer Seite tatsächlich. Denkbar, mit diesem Auftrag werden wir Stufe 11. Und dann haben wir ordentliche Rüstung und sogar Waffen noch dazu für ja, Fortsetzung. Deshalb, nee, Pferd will ich nicht haben. So, was soll sehen. Das waren nur weitere Erfahrungspunkte für uns und er wird wahrscheinlich noch mehr Erfahrungspunkte uns bringen, je öfter der uns herausfordert. Gut. Hexenauftrag, da müssen wir wieder runterreißen. Da sind so viele Schlagbretter noch tatsächlich dazwischen. Zu denen kommen wir noch. Das ist alles nicht weit entfernt und lass mal hier runter in den Sumpf. Genau. Weiter runter. Hier ist der Auftragsgeber anscheinend. So, der nächste wäre das hier. Wollen wir unseren Pferd ran? Ja, Pferd, wo bist du? Wo bist du, Pferdze? Alles klar. Und auf geht's, würde ich sagen. Na, wenn er direkten Weg haben will, nehmen wir auch direkten Weg. Komm schon, Plätze. Ist falsch gesprungen, mein Pferd. Gut. Schneller. Lin, wie soll ich das machen? Oh, okay. Oh. Was ist das für ein Kreatur? Ein Drache. Ich hoffe, der greift uns jetzt nicht einfach so hinterhältig an. Ich hoffe, der ignoriert uns, obwohl der scheint auf Beutejagd zu sein. Hat bestimmt Hunger. Da ist Reh, weiß was ist. Schmeckt besser als meine Schwerter. Dann stehen ja vor, Brin. Guck mal. Der schnappt mich, will mich fressen. Und dann kommt ein Schwert dazwischen. Das ist wie, als würdest du aus Versehen, ich weiß noch nicht, wie das sich anfühlt, aber ich denke mal, das ist wie, als würdest du jetzt auf einmal Nadel abbeißen. Meister, bleib weg vom Nebel, wenn dir das Leben lieb ist. Komm schon. Pass auf, Herr, ein Monster streift durch den Sumpf. Geh in den Nebel, dann wirst du nie mehr nach Hause kommen. Dieses Monster... Erzähl mir mehr. Ich habe es selbst nur einmal gesehen. Und das aus der Ferne und nach Einbruch der Dunkelheit. Es drehte sich um und ich sah Augen wie glühende Kohlen und ein Maul voller Reißzähne. Humanoid, nachtaktiv. Der erste Angriff, weißt du noch, wann der war? Vor einer Woche ungefähr, als Borin verschwand. Merek und Tomil haben ihn gesucht, aber die sind auch nicht wiedergekommen. Ich hatte Angst. Niemand traut sich mehr in die Sümpfe. Das Lager ist verlassen. Und das bei so hervorragendem Torf. Kohlschwarz und ölig. Brennt toll und ist geeignet zum... Faszinierend. Um jedoch beim Thema zu bleiben. Du hast wohl die Bekanntmachung in Niederwirr ausgehängt. Ja, das war ich. Gut, dass sie jemand gelesen hat. Ich habe einem Schreiber ein Dutzend Eier gezahlt dafür, dass er sie verfasst. Ich kann helfen. Gegen eine Gebühr. Freilich. Nicht mal ein Ochse zieht den Pflug umsonst. Gut, lass mal kurz feilschen. Ich fürchte, ich brauche mehr als ein Ochse. Wie viel genau willst du zahlen? Erstmal Bonus 50 machen. Mal schauen. Ist es im Wert oder nicht? Das bringe ich nicht zusammen. Wärst du auch mit ein paar Kronen weniger zufrieden? Gut, dann machen wir 40 Bonus. Das bringe ich nicht zusammen. Wärst du auch mit ein paar Kronen weniger zufrieden? Gut, Bonus 35. Das bringe ich nicht zusammen. Wärst du auch mit ein paar Kronen weniger zufrieden? Gut, Bonus 30. Das bringe ich nicht zusammen.
Wärst du auch mit ein paar Kronen weniger zufrieden? Bonus 25. Das bringe ich nicht zusammen. Wärst du auch mit ein paar Kronen weniger zufrieden? Bonus 20. Oh, Meister, du verkaufst deine Dienste aber teuer. Na schön, ich bin einverstanden. Blin, ich musste so viel runtergehen, dank dir, Blin. Na schön, Zeit, dass ich mich dran mache. Wo finde ich das Monster? Geh nach Süden. Aber Vorsicht, über den Sümpfen ist die Luft schlecht und voll. Ich brauche das Geld. Garten sind teuer. Kratzt in der Kehle zum Ersticken. Gut, auf geht's. Ist nicht weit entfernt. Das brauchen wir nicht. Wahrscheinlich da vorne ein weiteres Gebäude oder so. Oder auch nicht. Mal schauen. Das ist kein gewöhnlicher Nebel. Der Geruch fast metallisch. Oh. Oh, ho, ho. Wir verlieren hier Sauerstoff. Müssen wir schnell raus. Der Nebel bringt uns um gerade hier. Ertrunkene? Meine Lieblinge. Ach, der ist selber auf. Siehst du, hast du gesehen? In zwei geteilt, nur weil er auf mein Schwert gesprungen ist. Gut. Metallisches Nebel. Durch den man schlecht atmen kann. Eine Illusion. Eine Illusion? Wie eine Illusion. Wo ist eine Illusion? Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Aha. Verschiedene Klauenspuren. Da haben wohl ein paar Exemplare gefressen. Die Spuren wurden magisch verschleiert. Es wird interessant. Magisch sogar. Okay, dann lass mal Spuren folgen. Wir können schon mal zum Haus laufen. So, die Nebel müssen wir ein bisschen ausweichen. Anscheinend. Hatte nicht mal Zeit, die Waffe zu ziehen. Das Monster muss ihn überrascht haben. Okay. Ich habe es wohl mit einem alten Nebling zu tun, der sich hinter einer Illusion verbirgt. Gut, Nebeling, die kennen wir sogar schon. Lass mal gucken, was war noch ihre Schwäche von den Nebelings. Nekrophage. Queen. Queen, das ist Schutz. So, wo haben wir noch Nebeling? Hier. Ja. Wir können Nekrophagenöl machen. Oder mal eine Staubbombe. Öl könnten wir machen, tatsächlich. Lass mal schauen, ob wir wirklich Öl machen können. Nekrophagenöl. Können wir tatsächlich herstellen. Lass mal herstellen. Jawohl. Dann Inventar. Aha. War falsch. Zack, Inventar. So, Öle. Nekrophagenöl. Machen wir auf Silberschwert drauf. Jawohl. Und jetzt können wir kämpfen gehen. Irgendwo versteckt er sich als Illusion. So, die Frage ist jetzt, wo versteckt er sich? Ich habe schon gefunden. Da ist Illusion. Hier ist etwas. Ich muss das benutzen. Jawohl. Ich hoffe, da unten ist Nebel. Worüber? Jawohl. Hat beinahe uns umgebracht. Hier ist viel Nebel. Blin. Weiß nicht, ob ich da. Oh, hier ist ein Nebeling. Lass mal den vernichten. Bin war auch nützlich. Oh, das war falsch. Das war nicht Queen. Da ist Queen.
Jawohl. Sind so aus Stein auch. Die Bastarde sind stark. Muss der Nebel sein. Ja, das meine ich auch. So, was mit dem haben? Gut, lass mal erstmal da durchchecken. Das habe ich nicht gespeichert. Ein verfluchter Nebeling. Wo ist denn der? Blind, er ist stark. Ich muss erstmal taktischen Rückzug wahrscheinlich machen. Ich kann nicht mehr zurück oder was? So, taktischer Rückzug kurz. Müssen wir kurz hier rein. Ich hoffe, der verliert mich gleich. Okay. So, Inventar. Da ist noch eingeölt. Gut. Versuchen wir weiter. War nur taktisches Rückzug. Keiner hat gesagt, dass ich das nicht machen darf. Bastardo, hey. Da blind. Falsch und fokussiert, ey. Aber ohne Schlag drauf. Zack. Das absorbiert einen Schlag, diese Queen. Das schützt mich quasi. Halbwegs. Okay, okay. Queen. Jawohl. Monsterspeichel. Oh, wir haben hier ein Relikt. Arabella. Nehmen wir mal alles. Warum auch nicht? Alles klar. Lass mal Karabelle uns mal betrachten. Nicht schlecht aus für eine Stallwaffe tatsächlich. Vergleichen. Genau, meine gefällt mir besser. Sieht ganz nett aus, aber meinus besser. Wir sind Stufe 11, meine Damen und Herren. Das heißt, neue, bessere Waffen. Zum Beispiel wie das hier. Und das hier ist Stahlschwert. So, dann haben wir das hier. Jawohl. Ja gut. Haben wir ein bisschen anders vorgestellt. Das hier. Das hier. Und Schuhwerk. Alles klar. Jetzt sind wir sowas wie Samurai. Rest? Was machen wir nun mit Rest? Rest werden wir verkaufen. So.
Oder ein bisschen, Geralt hat schon Bauch. Der ist ja auch gern unterwegs. Sogar mitten im Kampf ist er auch gerne. Aber gute diese. Stufe 11. Und Samurai-Schwerter. Gut, geben wir den Auftrag ab. Würde ich sagen, wäre sogar meine Meinung umsonst, weil wir Stufe 11 geworden sind. Gut. Aber anscheinend, warte, der Nebel bringt uns nicht mehr um. Gibt es was Neues? Das Ding ist tot. Das Monster ist tot, der Nebel gelichtet. Da wird Asdorf aber froh sein. Das ist ein Grund zum Feiern. Du hast deine Belohnung verdient. Nimm sie und leb wohl. Moment mal, das ist weniger als vereinbart. Meister Hexer, die Bestie hat mich vom Torfsammeln abgehalten. Und ich habe ja eine Familie zu ernähren. Mir fehlen nur noch ein paar Kronen. Dann kann ich neues Werkzeug kaufen. Hab Gnade. Ich werde dich bezahlen. Ich zahle das Doppelte. Aber erst in einer Woche, wenn ich die Verluste wettgemacht habe. Nein, nur was heißt, gibt es nicht nur noch eine dritte Möglichkeit, zum Beispiel, du zahlst alles jetzt, nein. Oder zum Beispiel, okay, behalt es. Oder okay, ich nehme das, was... Gut, bis nächste Woche. Also schön. Aber denk daran, dass ich daran denke. Du wirst nicht dran vorbeikommen zu zahlen. Danke, Hexer. Hab Dank, Herr. Melitele segne dich. Mögest du fruchtbar sein und dich... An die Arbeit. Du hast nur eine Woche. Gerne eine Woche zurück, um die versprochene Belohnung mit den Zinsen abzuholen. Ich würde sagen, sogar scheiß auf diese Gerade zurück. Erstmal ein bisschen liken, abonnieren, kommentieren. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein. Geile Rüstung diese.